gerne zeige ich dir, wie du einen Termin verzögert senden kannst. Ich habe hier einen Termin, den Schüler morgen Dienstag wahrnehmen können. Das kann ich statt den dazu senden, kann ich auf die rechte Maustaste klicken. Dann kann ich angeben, okay, ich möchte, dass das morgen gesendet wird und zwar um 15 Uhr. Und dann kann ich da draufklicken zur geplanten Zeit senden. Und damit es jetzt wirklich aktiv ist, muss ich nochmal auf Senden. Und ich kann so einen Termin jeweils nur 7 Tage im Voraus wählen.